Ich habe ja mal in irgendeinem Coverage-Video zu The Last of Us Part 2 erwähnt, dass Neil Druckmann hundertprozentig die Opferkarte ausspielen wird. Ich wusste nur nicht, wann er es tun würde, aber ich war mir hundertprozentig sicher, er wird irgendwann die Opferkarte ausspielen. Und liebe Leute, hier sind wir nun. Der Neil Druckmann spricht offen über die Leaks und welchen Impact sie hatten. It was one of the worst days of my life. Neil Druckmann opens up on The Last of Us Part 2 Leaks. Und das Ganze hat er getan gegenüber dem Podcast von Greg Miller. Wenn ich weiß, wer Greg Miller ist, das ist relativ simpel. Greg Miller ist der Typ, der EA Play 2020 moderiert hat, der alles abgefeiert hat, was EA ge gezeigt hat, obwohl das eine absolute Scheißshow war. Die Show war absolut scheiße, aber er hat trotzdem alles gefeiert. Apex, dies, das und jenes. Und er hat The Last of Us Part 2 als Meisterwerk erwähnt. Also das ist quasi Greg Miller. Und jetzt kommen wir mal zu der ganzen Vorgeschichte. Also es gab einen Twitter-Account mit einem Joker-Avatar, der Bilder davon getweetet hat, wie Joel ausblutet, mit ein paar Witzen über Golf. Das ist quasi der Einstieg. Und dann hat man ja, da war ja quasi Ellie auf Rachefeldzug und dadurch nahm die Geschichte dann ihren Lauf. So, jetzt sprechen wir mal über den Impact, den es hatte, laut Neil Druckmann. So, the thing that was really hard when the scene, nein, nein. The thing that was really hard was when the leaks happened and you see that scene came out, Druckmann said, referencing Joel's death at the hands of Abby. The love that people have for this character and that's all that they have is that. And the fact you then play as a person that killed him and they lose their shit, understandably. Then we just have to sit here for 2 months being like, there's more to it. But we can't say anything right now. They just live with that frustration and anger. That was hard. That was really fucking hard. Ich verstehe schon, wo er herkommt, wenn er sagt, okay, das war scheiße, dass die Leaks rausgekommen sind. Und dass das alles irgendwie aus dem Kontext gerissen wurde. Denn die Sachen sollten nicht über Leaks passieren, aber es ist nun mal passiert. Und so wurde ein gewisser Teil, ein Teil seiner Kunstform kaputt gemacht. Seien wir ehrlich, ich verstehe schon, wo er herkommt. Wo ich mich ja komplett distanziere, ist davon, was er dann gemacht hat. Dann hat er quasi bei Musa Limited jeden Kanal gestrikt, der über die Leaks gesprochen hat, der Kritik geäußert hat. Es wurden Twitter-Kanäle gesperrt, Reddit-User wurden gesperrt. Also alles, was negative Kritik hervorbringt gegenüber The Last of Us Part 2, wurde gestrikt. Was geht über Musa Limited? Statt dass er alles auf sich beruhen lässt und sagt, okay, scheiße, die Leaks sind draußen, was willst du machen? Nein, er musste weiter Öl ins Feuer kippen. Er musste es unbedingt machen. Er musste irgendwie Öl ins Feuer kippen, scheißegal, was passiert. Aber Hauptsache, wir machen es. Und das ist das Problem. Das ist das eigentliche Kernproblem. Der Naughty Dog hat alles so scheiße gehandelt, das ist unfassbar. Naughty Dog hat nicht mal so gehandelt, als Dings rausgekommen ist, hier die Uncharted 4 Leaks, als dieser Truck geklaut wurde und dann Sachen rausgekommen sind. Über Twitter, über Twitch, über dies, über das. Selbst dann wurde nicht so gehandelt. Aber warum muss man das hier unbedingt machen? Verstehe ich absolut nicht. So, aber jetzt kommen wir mal weiter, denn jetzt wird es sehr, sehr interessant. Ja, denn jetzt kommt die Opferkarte, wie ich ja schon erwähnt hatte. It was one of the worst days of my life when the leak happened. I saw it happen in real time. I saw when it hit YouTube, we are panicking, asking them to take it down. Then there's a lag, so it takes like an hour to take it down. It had maybe 1,000 views when it all got taken down. Then you just sit there and your heart fucking sings. And you are like, it's out there. It's only a certain amount of time until it blows up. A few hours later, it's everywhere, and you are starting to get hate on social media, and you are on, and soon that turns out into death threats, anti-Semitic remarks, and just craziness. I never could have anticipated. I know people would get upset at a character that they love dying. I never thought it would be reached this kind of fate. I don't know how to describe it, even frustration. Also, er hat in Echtzeit gesehen, wie diese Leaks YouTube erreicht haben. Und er hat gesehen, wie das Ding über 1000 Views kassiert hat. Und er hat dann YouTube gebeten, das Video runterzunehmen. Das Problem ist, ein Video runterzunehmen von YouTube ist nicht mal
ein Fingerschnipp, sondern es dauert eine Weile, bis das passiert. Es dauert eine Weile. Es geht nicht von einer Sekunde auf die andere. Nein, nein, nein. Dann ist halt das Problem gewesen, dass sich Ding sich vervierfacht, verfünffacht, versechsfacht, geteilt wird auf Twitter, Reddit, auf Twitch, auf Snapchat, Instagram und was auch immer du noch hast. Also selbst wenn er das Ding runtergenommen hat von YouTube, das Ding wird trotzdem mehrfach geteilt und zwar überall. Und dann ist die Panik quasi angefangen. Und dann ist auch ein bisschen, ja gut, dann ist es komplett eskaliert. Und zwar, er hat dann Todesdrohungen bekommen. Und das wurde dann komplett gerät dann komplett außer Kontrolle. Neil Druckmann, du bist nicht der Einzige, der Todesdrohungen kriegt. Du bist nicht der Erste, warst nicht der Letzte. Ich weiß nicht, warum du diese Opferkarte jetzt ausspielen musst. Ich habe keine Ahnung, warum du das tust, aber du tust es. Ich verstehe nicht, warum du das machst, aber du tust es trotzdem. Obwohl sich die Geister scheiden, ist nicht wie das nie, dass Joel stirbt. Darum geht es nicht. Darum ging es gestern nicht, heute nicht, morgen nicht, nicht nächste Woche, nicht nächsten Monat, nicht nächstes Jahr. Es geht um das Wie. Und das ist komplett bescheuert. Ich meine, Tess ist gestorben, Henry und Sam, Marlene ist gestorben. Ich meine, du hast schon Leute sterben sehen vorher. Und da war es kein Problem. Es geht um das Wie er gestorben ist. Und das ist komplett daneben. Und nicht, dass er gestorben ist, sondern das Wie. Mei, ja, Joel war ein beliebter Charakter. Natürlich war er das. Gar keine Frage. Aber es geht um das Wie und nicht das. Druckmann says the studio news. There would be some fans who would be angry if Joel is killed. They knew it would be polarizing. They weren't prepared for what happened. Also das Studio wusste, dass einige Fans sehr, sehr sauer sein würden, dass Joel tot ist. Oder beziehungsweise wie er gestorben ist. Aber sie wussten nicht, und sie wussten aber auch, und sie wussten, dass es auch polarisiert, aber sie wussten nicht, dass es so extrem sein würde und sie waren nicht dafür bereit, was dann passierte. Wenn du wusstest, dass es alles polarisiert, wie kannst du nicht dann für den Worst Case gewappnet sein? Das muss ich mir auch nochmal erklären. Ich verstehe nicht, wie du dann nicht dafür gewappnet sein kannst für das Worst Case. Dass die Fans komplett eskalieren, weil der Tod so dumm inszeniert wurde. War doch komplett vorprogrammiert. Das Ding war so unfassbar dumm, so unfassbar dämlich. Denn alles, was er im ersten Teil gemacht hat, wurde quasi alles über Bord geschmissen. Scheiß drauf, dass er niemandem vertraut. Scheiß auf dies und das und jenes. Aber hey, im zweiten Teil kann er ruhig verraten, wer er ist. Eine Gruppe, die er nie gesehen hat. Und eine Gruppe, die Shotgun hat. Aber ey, er kann seinen Namen erzählen, warum nicht? The thing that was hard to see, that people kind of dug their heels into the sand and they took this position like I already hate this game. The amount of context is going to change it for me, Druckmann explained. Ja, also was er erwähnt ist, dass quasi Spieler schon eine Seite bezogen haben, obwohl sie das Spiel noch nicht gespielt haben. Und obwohl sie den Kontext nicht kennen. Ja gut, man muss den Kontext nicht kennen, man muss das Spiel nicht gespielt haben, um das Spiel wirklich zu hassen, muss ich zugeben. Das Spiel ist scheiße. Ich meine, ein YouTuber hat erwähnt wirklich, wie es war und das war SkillUp. SkillUp hat gesagt, das Spiel ist nicht so gut. Das Spiel ist einfach nicht gut. Das Spiel ist ein mittlerer Durchschnitt. Das Spiel hat sich kaum verändert. Die Story ist scheiße, dies, das und jenes. SkillUp wurde dafür gehatet und was ist passiert jetzt? Jetzt entschuldigen sich Leute bei SkillUp am Fließband. Also man muss nicht unbedingt diesen Kontext kennen, um das Spiel zu lieben oder zu hassen. Das Spiel ist scheiße. Ich meine, ich habe auch kein Hehl draus gemacht. Ich hatte mein Walkthrough auch gar keinen Spaß bei dem Spiel, muss ich sagen. Ich fand das Spiel unfassbar scheiße. Jeder Charakter war eins austauschbar. Dass Jesse gestorben ist, war mir scheißegal. Dass Dana weg ist, war mir noch scheißegal. Ich meine, pff. Ich meine, mir war das absolut scheißegal. Ich wollte mit dem Spiel noch irgendwann durch sein. Für mich war das Spiel absolut scheiße. Und das Fan des ersten Teils. At some point, it took a few days, you realize the worst happened, Druckmann continued. The worst way this game could be presented happens, our worst fears, because we did so much to try to protect the story. Also, was er gesagt hat, das Schlimmste ist quasi passiert, wie das Spiel repräsentiert wurde. Das war quasi über Leaks auf YouTube, Leaks in schriftlicher Form, auf Reddit, auf dies, das und jenes. Denn sie haben alles versucht, um die Story zu beschützen, wie es nur geht, ist nun mal gescheitert. Ja, okay, dieser Teil ist scheißegal, eigentlich. Das ist eigentlich scheißegal. Ja, niemand soll das Spiel
beurteilen nur nach den Leaks gegenüber. Ja, das ist im Prinzip ja gut. Ich meine, wer das Spiel gegenüber den Leaks repräsentieren will, seine Meinung bilden will, soll es tun. Das Spiel ist scheiße, ich habe das Spiel gezockt, ich meine, ich mache kein Hehl daraus. Das Spiel ist absolut scheiße. Auch wenn die Verkaufszahlen was anderes sagen, aber mich interessiert es absolut null. Also, es gibt auch noch ein bisschen was Interessanteres, muss man zugeben. Diese Inhalte haben es nicht mehr ins Spiel geschafft. Wie Drug im Interview erklärt, gab es unter anderem Pläne, die ehemalige Freundin von Joel ins Spiel einzubauen. So gab es Überlegungen zu mehreren Zwischensequenzen, bei denen diese Freundin namens Esfa einen Auftritt gehabt hätte. Einige Konzepte hatten eine Szene vorgesehen, bei der Joel und Ellie ihr einen Besuch abstatteten. Ebenfalls interessant, die emotionale Tanzszene mit Ellie und Dana war im Verlauf der Entwicklung ein spielbarer Abschnitt geplant. Das Team experimentierte mit einigen Interaktionsmöglichkeiten während der Tanzeinlage, um eine intensive Wirkung zu erzielen. Letztendlich entschied sich das Team jedoch gegen diesen Ansatz und reduzierte den Abschnitt auf einige Zwischensequenzen, wie sich im fertigen Spiel zu sehen waren. Des Weiteren spielte Naughty Dog mit dem Gedanken, den Abschnitt mit den Seraphite bzw. Scars etwas anders zu repräsentieren. In der Release-Version von The Last of Us Part 2 erlebten die Details des Spiels aus der Perspektive von Abby. Es gab jedoch Überlegungen, Ellie ebenfalls mit diesen Fanatikern zu konfrontieren. Okay. Ja, dazu muss man auch noch sagen, ja gut, mir ist das Prinzip scheißegal. Ehrlich, ich bin froh, dass man das nicht mehr ins Spiel mit reingenommen hat. Denn wahrscheinlich hätte das Spiel noch länger gedauert als das, was es schon war. Das Spiel war auch schon hin viel zu lang. Ja, das Spiel ist ein voller Erfolg. Sony nennt er es Verkaufszahlen. Ach du Scheiße. Ja, im kurzen Run wird sich das sehr extrem gut verkaufen. Bisher mehr als 4 Millionen bis zum 21. Juni. Ja, ich bin mal gespannt, wie das ganze Ding auf dem Long Run aussieht. Auf dem Kurzrun war es klar, dass es sich gut verkaufen wird. Ich meine, das Ding hatte positive Reviews überall. Überall hat das Ding positive Reviews. Es gab im Prinzip keine negativen. Der Einzige, der wirklich gegen den Strom geschwommen ist, zu diesem Zeitpunkt, war Skillup. Deswegen habe ich auch gesagt, ich kann auf Reviews überhaupt nichts mehr geben. Für mich, das Spiel war ein mittlerer Durchschnitt. Mehr ist The Last of Us Part 2 für mich nicht. Für mich ist das Spiel eine absolute Enttäuschung. Für mich ein mittleres Desaster, muss ich zugeben. Für mich, die Story war scheiße, die Story ist inkonsequent. Die Nebencharaktere sind austauschbar, das Gunplay ist scheiße. Die Spielzeit ist zu lang, dass du mit Abby spielen musst. Top noch alles. Und dann geht es quasi immer so weiter für mich. Also für mich ist das Spiel mittlerer Durchschnitt. So, liebe Leute, das soll es gewesen sein mit der News zu The Last of Us Part 2. Wenn noch was kommen sollte, gibt es heute noch was von mir. Bis dahin, haut rein und tschüss.